Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verfolgen. Welches Gebot ist das erste von allen? Höre, Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen. Und ganzer Seele. Mit all deinen Gedanken. Und all deiner Kraft. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr. Und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Du bist nicht fern vom Reich Gottes.